So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Böse Nachbarn 2 mit dem Endking. In dieser Folge geht's in die Folge Nachbar über Bord. Auf der Fahrt zum dritten Reiseziel ist was los. Mutti wird immer wieder durch Lärm belästigt. Derweil inspiziert der Nachbar die Sicherheitseinrichtungen auf dem Schiff. Doch Woody wird schon dafür sorgen, dass sich der Nachbar nicht allzu sicher fühlen kann. Alles klar, da gucken wir, was wir hier alles haben. Wir haben hier Rettungsweste, Taucherausrüstung. Hier oben haben wir einen Feuerlöscher. Da oben pennt die Oma wieder. Die pennt auch den ganzen Tag nur. Kann das sein? Er geht angeln und versucht, Olga zu beeindrucken. Nee, Olga will auf Toilette, glaube ich. Ach, Kinderangel. Ach, das ist Kinderangel. Okay. Der Junge, der will irgendwas aufpusten. Ich kapiere aber nicht, was genau. Das ist, ja, ich weiß, dass Olgas Kind ist, aber ich will wissen, was er in der Hand hat. Und wenn man da runterkommt, geht man hier... Ach, das Bild, das kennen wir doch, haha. Ja, das kennen wir wirklich aus früher. Oh nein, 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 nicht. Oh, oh. Penn doch endlich, ja gut. So, und leider ist Fifi hier, sonst könnten wir uns schon an der Handtasche vergehen. Aber ich habe gerade gesehen, wir haben unten eine Wurst. Eine Wurst. Damit könnten wir vielleicht was anstellen. Den Feuerlöscher, ja, ich glaube, ich weiß, was wir damit machen. Hier können wir Betrachter-Toilettenschilder mal gucken. Diese Schilder zeigen an, welche Toiletten man benutzen sollte, wenn die Natur ruft. Die Schrauben sind schon ein wenig locker. Was denn? Wieso kommt die Oma hier hin? Ich dachte, du warst am Pennen. Was soll der Quatsch hier? Na gut, dann nehme ich mir erstmal so eine Druckluftflasche. Der will sich hier die Süßigkeiten, die Bonbons schnappen. Dann gehen wir jetzt mal runter und untersuche Pissoir. Und gönn jetzt mal so einen kleinen Mentos. Pissoir-Kugeln. Und hier unten, ja, können wir betrachte Telefon. Das ist der persönliche Anschluss des bösen Nachbarn. Ja. Hier den Teller suchen und das Bild untersuchen. Was können wir denn mit dem Bild machen? Aha, wir können uns den gebogenen Nagel holen. Ja, okay. Dann mal schauen. Also wir könnten theoretisch mit dem Telefon unten anrufen, glaube ich. Ja, so war das. Dann mal schauen, ob wir jetzt den Fifi ablenken können und uns die Telefonnummer holen können. Ich glaube, die ist in der Handtasche, oder? Ja, ich weiß nicht ganz genau, was da jetzt in der Handtasche ist. Hier, Fifi. Kannst haben. Was ist da so Schönes drin? Eine Hornhautraspel. Hornhautraspel, okay. Damit könnte man im Winter auch Eis von Autofenstern schaben. So fiese Hornhaut hat die Oma. Boah. Ist ja eklig. Müssen wir jetzt natürlich gucken, wo der Streich einsetzen sollte. Ich schätze mal, der Streich sollte genau hier einsetzen. Aber der Typ rennt ja nochmal runter, wenn er jetzt irgendwie... Wenn wir jetzt ihn anrufen, deswegen... Naja, ich kann nicht versichern, dass wir Kollaps kriegen, aber... Alle Streiche kriegen wir auf jeden Fall hin. Nur die Oma ist wieder zu schnell am Pennen. Die pennt mir viel zu schnell. Na gut, dann beginnen wir sofort die Streiche, wenn die Oma wieder am Pennen ist. Was macht die Oma eigentlich da? Ich kapiere es nicht. Okay, sehr informativ. Druckluftflasche haben wir. Ja gut, dann können wir mal hier starten. So. Tauschen erstmal die Pissoir-Kugel mit den Bonbons aus. So, jedet. Aber mit dem gebogenen Nagel, mit dem Münztelefon? Ne, mit dem gebogenen Nagel aber Toilettenschilder, oder? Nein, mit dem, der Hornhautraspel aber Toilettenschilder. Gebogener Nagel, Kinderangel. Nein, die Oma kommt wieder. Wow, das war knapp. Wow, das war knapp. Uiuiui. Hornhautraspel. Rettungsboot, aha. Ja, damit können wir die Seile durchschneiden oder durchraspeln. Mal, boah. Vorsichtig. Ah, es wird schwer. Ja, doch. Aber klappt. Alles klar, er will sich jetzt die Bonbons holen. Dann gönnen wir uns mal hier die Druckluftflasche mit der Rettungsweste. Und Feuerlöscher mit der Taucherausrüstung. Super, Feuerlöschausrüstung. Jetzt geht natürlich auf das... boah.
auf die Toilette, wo Olga ist. Bam, bam, bam. Alles klar. So, die Oma, was macht die jetzt? Jetzt muss ich mal natürlich... Ach, in der Kommode. Haben wir in der Kommode eigentlich geguckt? Oh. Ja, da kann man nur über ihn lachen. In der Kommode müsste vielleicht noch was drin sein. Oder habe ich da drin schon geguckt? Nein. Aha, da ist die Münze. Alles klar. Gut, dann wird das der letzte Streich hoffentlich. Mal schauen, was jetzt passiert. Ist einfach runtergestürzt, geil. Einfach nur mega geil. So, dann verpiesel ich mich mal ganz kurz hier hin, damit die Oma uns auch nicht entdeckt. Denn ich möchte dann als letztes dann das Telefon bedienen. Alles klar. Ich nehme das mal ganz genau dahin. So, jetzt muss nur die Oma da weggehen. Oh nein, der ist schon da wieder am Bonbons holen. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Ah, Kollaps gibt es jetzt nicht mehr, aber ich denke mal, oder hätten wir es noch geschafft? Ich weiß nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall haben wir dann alle Streiche durch, oder? Wartet mal. Ich weiß nicht ganz genau, irgendwie fehlen uns noch zwei. Und die Oma ist schon wieder... Oh Mann, das klappt mal wieder gar nicht hier. Scheiße. Mach mal hin, du Oller Sack. Und du Oma auch. Das ist natürlich wieder doof. So gut kann ich das Spiel jetzt auch nicht, aber... So, jetzt komm. Penn Oma, los. Ich will den Nachbarn anrufen. So, das müsste klappen. Ja, wunderbar. Dann gucken wir uns den letzten Streich an. Aha, jetzt fällt mir ein, der musste noch hier ins Horn rein blasen, aber mir fällt ein, wir haben kein Horn. Wo ist hier nochmal das Horn? Es würde eigentlich noch viel lauter sein, aber ich weiß nicht ganz genau, was man da machen kann. Noch eine Druckluftflasche? Ich weiß es nicht ganz genau. Komisch. Ich glaube, ich guck mal, ob das funktioniert. Wenn nicht, dann habe ich auch keine Ahnung. Druckluftflasche mit Olgas Kind. Doch, es geht wirklich. Aha. So, jetzt können wir natürlich das Telefon nicht nochmal benutzen, oder? Ja, es ist natürlich kacke. Ja gut, dann muss ich hier die Folge beenden. Schade, habe ich nicht dran gedacht. Alles klar, nochmal akzeptabel geschafft. Gut, dann wollen wir uns hier die letzten... Na, ich glaube, das sind die letzten drei Folgen. Ich glaube, da kommt noch eine. Die letzten drei Folgen zu widmen. Zuwenden, wollte ich sagen. So, bin Endgame, wir spielen Böse Nachbarn 2 und bis zur nächsten Folge, wenn ihr schon geschmeidig bleiben wollt. Tschüssi.